Oh, Flugzeugbereich sichern, das schreit wieder nach massig fallen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Pack die Gummien, die Willkommensmatten und die Kapkanminen ein und das kleine Schwesterlein. Zwei Runden FBI. Leon mit einer Schrotflinte. Leon mit einer Schrotflinte. Und eine Claymore. Und Fuse hatte sein Schild da. Na, man spielt Fuse nicht mit einem Schild. Oh ne, der nicht zielen kann, der nicht genau schießen kann, der will auch noch reinrennen. Das geht sowas von die Hose. Keller ist sauber. Jetzt steht hier mit seiner Drohne rum, der soll fahren, nicht schreiben. Ich bin einfach irgendwie bei meiner Seite, unterm Cockpit. Ja, unterm Cockpit scheint zu sein, weil es immer noch sauber. Naja, gab's auch. Die ist oben. Ja. Ups, soweit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Mira haben sie auch, die will ein Fenster anbringen. Ja, okay. 5 Sekunden bis Einsatz. Ja, Rekrut steht da. Der rennt raus. Lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Typ bei uns ist zu, also bei mir zumindest. Weiß ich nicht, wo ihr seid. Leon geht ganz ruhig, geh mal mit. Clash haben sie noch, Clash. Clash haben sie noch. Ich bin gerade ein bisschen komisch gespawnt. Ich finde diese Ich gehe mit Leon mit, weil die im Graf schauen, dann sind wir im Arsch. Der rennt ja doch nicht rein. Gleich rennt jetzt raus. Ja, die ist hier oben, wo die Tür offen ist. Oh, Grabschrau hustet ihn weg. Hab sie, Grabschrau. Hab ich das noch jemand oben auf dem Dachboden? Oh, das gibt's nicht, Alter. Rekrut niedergeschossen. Gleich ist bei mir oben. Oh Gott, die kann mich tot machen mit ihrem Strom. Ich dampf ab. Gleich ist bei mir oben draußen. Am gelben Ping. Oh, komm, fahr runter, Clash. Ja, toll. Das Zeug kommt wieder runter. Die soll da runterfallen. Jetzt geht sie wieder rein. Scheiße. So, genug mit Clash gespielt. Rekrut tot. Clash war aber nie so. Clash ist ganz oben beim Cockpit, ganz oben draußen. Das Dock gewesen. Auch noch. Ist der oben bei. Also, Clash war ganz oben draußen. Spritzmann weiß ich nicht genau. Ich hab kaum noch Lebenspunkte. Dafür sind wir noch oben. Clash scheint wieder runtergekommen zu sein. Nee, die ist oben. Ganz oben? Ja. Das Problem ist, wenn ich vorgehe und die haben Clash, dann bin ich sofort weg mit ihrem Stromschaden. Wie hast du denn noch? 9 Lebenspunkte. Die macht, glaube ich, 5er Schaden. Ich komme mit und gucke dann auf den Flügel. Ah, eine Kamera haben sie da angebracht. Eine Kugelsicherung. Ah, mit Clash geht das sowas von schief jetzt für uns. Oh, Operator vom eigenen Trupp. Ach, von. Ah, er hat da durch die Tür geschossen. Ah, dieser kacke Zaun hier nervt. Achtung, Doc, auch draußen. Das Blöde ist, ich kann mich umbringen. Nee. Nass. Das war kein Kopfschuss? Scheiße. Was ist denn das für ein Team, ganz ehrlich? War das der Leon, der das geschrieben hat? Ja, mit den 9 Lebenspunkten? Ja, genau. Und dem habe ich auch noch den Arsch gerettet, indem ich dem hinterher bin. Obwohl, er ist vor mir gestorben. Jetzt sind wir auch im Besprechungszimmer. Der wird bestimmt jetzt auf uns schießen.
Der Trapper. Kann er bloß bei einem machen. Oder machen Kopfschuss. Dann kann er es trotzdem bloß bei einem machen. Das wäre aber trotzdem schlimm. Wir haben viel zu wenig mobile Schilder. Level 49. Ist vielleicht schon sein fünfter Account? Mir reicht nur einer. Den Raum verbarrikadieren. Ja, ich schnell weg. Den Biogefahrgutbehälter schützen. Ist das so ein Vogel, ey. Ich habe ja gehofft, dass ich gleich noch blenden kann und die sich dann blöd umdreht und ich sie so bekomme, aber Mira und Spritzmann kamen oben raus. Störsender einsatzbereit. Komm, ich lauf doch mal. Meister hat, glaube ich, was abbekommen, ja. Ja, der hat doch meinen Störsender kaputt gemacht. Ja. Es bleiben 10 Sekunden. Oh, nee, was? Warte, ich nehm weg. Ja. Na, eher den anderen hier. Oh, jetzt haben die gleich Glas. Oh, jetzt robbt hier Clash rum, das ist doch bescheuert. Ich setze den Köder ein. Ah, was ist denn das jetzt? Komm, Glas, lass das. Wir machen schon die Außentür auf bei uns. Das ist ja mal einer. Störsender aktiviert. Schildträger, die haben Blitz hier vor der Nase. Oh, ich hab's auch. Blend fliegt rein. Momentan haben sie auch gelber Ping. Boah, kann immer dein Arsch aus meiner Nase. Montagne haut jetzt Clash. Ich sehe nichts mehr. Montagne, Blitz und noch jemand drin. Nicht, drei Schildträger haben die. Haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Was? Was? Er kann meinen Kopf sehen, hat er nicht schon. Logisch. Leute, ich meine Killcam nicht, Alter. Was ist das denn bitte? Die hat einen Maverick. Ja, den hab ich erwischt. Durchs Loch. War leider nur den. Ich frag mich, wie Montagne mich jetzt treffen konnte, ey. Black Eyes ist doch schon längst vorbei, das war doch der erste DLC. Jetzt hat er es aber nicht. Kriegt er auch nie wieder. Doch, über Battle Alpha Pix. Hm. Ach, ist das ein Design? Ja. Mhm. Ich hab's ja auch über Alpha Pack. Für einige. Ja, aber die erste Operation hieß ja Black Eyes mit Frau Frost und Buck. Das meinte ich jetzt. Ich wusste nicht, dass es danach irgendwie eine Pinselei gibt. Hatte doch Ashley gerade in der Kirche. Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Kenn mich damit nicht aus. Das hatte ich, als es das gab, hatte ich das auch drauf geklatscht. Keine Ahnung. Doch, Ken? Hm. Puls, Bandit. Vielleicht sind die ja bloß da hinten runter. Ah, nicht, ist der Bereich sichern. Stimmt, ja. Ach, danke. Jetzt komme ich hier nicht hoch ohne Bombe. Keine Kante da zu hochkraxeln. Einsatz in 5 Sekunden. Position des Biogefahrgutbehälters ist unbekannt. Erlaubnis. Ja, ist jemand draußen? Zwei draußen. Einen habe ich. Zweiten habe ich, glaube ich, angeschossen. Einer ist noch, Clash ist noch draußen. Mann, ich hab doch auf ihren Kopf gezielt, verdammt. Rennt wieder raus, ein Deutscher. Bandit. Bandit. Was ist denn das? Ja, doch. Jetzt schmeißt der einen Mist raus. Boah, das flog aber weit. Gab Schwarz da auch noch? Ja, gut. Clash haben sie noch und. Ja.
komm mal mit hoch zur Leiter. Bleiben Sie nah bei mir. Wir sind schon drin. Ich guck mal die Treppe hoch. Mira haben sie noch. Treppe habe ich im Blick. Mira ist bei Montagne. Einer ist oben. Gleich habe ich. Gut. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ach, Rausrenner sind auf Flugzeug. Können auf Flugzeug ganz schön scheiße sein, aber in dem Fall waren sie zu offensiv. Ich hab bei Clash vor allem auf den Kopf gezielt, aber kam irgendwie nicht an. Hast du jetzt einen Assist bekommen? Hast du das gesehen? Nee. Also nicht gesehen oder keinen bekommen? Ja, ich hatte dann später habe ich noch Bandit dann getroffen. Für den habe ich einen Assist bekommen. Okay. Da schreibt jemand Heike. Dein Vorname. H-A-Y-Q-U-E. Heiku? Ich mach die Lücke bei uns zu. Mach doch mal die Lücken zu. Achtung, wenn dieser Leon mal laden würde, der aus Runde 1. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Hast du beide Lücken zu? Beide? Nee, da hinten im Gepäckraum will ich nicht. Nee. Da können sie ja meinetwegen rein. Nee. Doch. Dann fehlen uns aber unten vielleicht Wände. Wäre dein Störsender aufgestellt, oder? Ich, ja. Was, bei den Wänden? Ja, hier. Mhm. Warte. Es bleiben 10 Sekunden. Jetzt irgendwas kaputt gemacht. Nur noch 10 Sekunden. Hast du die Wand aufgemacht hier gegenüber? Ja, Kamera oben. Die geht dabei kaputt. Du musst hier die Wand aufmachen. Wenn du die öffnen willst, dann geht die Kamera nicht kaputt. Okay, hast du gesehen? Das ist aber neu. Ja. Habe ich auch erst 3-4 Mal kaputt machen müssen, das Ding, ehe ich es bemerkt habe. Mist, ich hab noch Gummien. Mist, ich hab noch. Na, da kommt schon jemand rein. Mhm. Die haben Ash, die können den mobilen Schild wegmachen. Einer hat den Kühler geschluckt. Einer bricht. Gummina vorm Schild kaputt. Ich mach drauf. Ich hab's gerade noch zugemacht. Mobile Schild jetzt weg. Ist markiert in der Ecke. Hat die Gummi noch nicht gefunden. Kamera fliegt. Kamera, ja. Tagepi und im Raum im Gang sind sie. Ah, Störsender. Super. Maverick haben sie im gelben Ping. Ich hab jemanden verletzt. Ich hab jemanden verletzt hier im gelben Ping. Hast du eine Kontaktgranate, Hawkeye? Hier durchschmeißen? Ich hab nichts mehr. Mist. Der liegt hier nämlich irgendwo drin. Hinten im Gang steht jemand in der Tür. Ich glaube, die haben den wieder aufgestellt. Ups, der lag noch verletzt da. Ja. Nein. Die Schüsse da reinfliegen. Ich hab nichts abbekommen. Ja, das war auf Kopfhöhe. Alles schön an mir vorbei. Achtung, Hausrenner. Hier oben? Unten? Also ich gehe gerne beim Service-Eingang rein, weil da kann man die Rauchsrenner ziemlich schnell sehen. Ja, und sonst kann man halt ganz oben reingehen. Du bist besser geschützt. Die Feuerwehr hast du da meistens direkt vor dir. Blöd ist, wenn du da bei der Feuerwehr an der Leiter spawnst. Das bin ich die ganze Zeit schon.
Aber das geht noch. Wenn er auf der anderen Seite vom Flugzeug spawnt, dann muss er so ewig weit rennen. Wenn du mal geschützt bist, dann von da oben. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Keller nicht, die sind direkt darüber, glaube ich. Also Besprechungszimmer. Nee, weiter hinten beim Pressepersonalbereich. Clash haben sie wieder. Na. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Mitchell, okay, den können wir gehen. Ah. Lieber die Drohne umdrehen, weil dann sieht man das rote Licht, das gelbe Licht nicht. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Tür unten ist noch zu. Flash ist auf deinem Rettel da drauf. Mhm. Ah, oh, die sind beide auf der anderen Seite. Das ist doch kacke. Mhm. Blöd ist, die Treppen sind so kacklang, da kommst du nicht gut hoch auf der Seite. Deswegen mag ich diese Treppen nicht. Aber irgendwie rennt auf der Seite hier hinten keiner raus. Ja, ist schade. Jetzt ist gleich auf der anderen Seite, oder? Ja, immer noch. Ich würde sagen, entweder gehen wir hier am Arsch rein oder am Cockpit. Ich geh mal hier rein. Oben Dachluke ist niemand. Ich gehe jetzt oben Dachluke rein. Hoffentlich kommt Grabschreuer jetzt nicht. Also ich bin jetzt oben drin. Kommst du hinterher, dann können wir zusammen vorschreiten. Dann bist du jetzt gerade hier oben lang? Mhm. Okay. Ich gucke im Gang hinter. Ich dachte, hier gab es gleich jemand. Es klang so, weil jemand geschrien. Cash wird gerade beschäftigt von Montagna. Ah, Grabschrauß nachher, das ist das Problem. Okay, ich guck mal nach hinten, wenn du jetzt mit vorgehst. Ich komme jetzt zur nächsten Leiter. ...1,20 noch. Ich passe auf. Kamera habe ich. Ich guck noch nach hinten. Was? Was? Wie ist er denn jetzt nicht gestorben, Alter? 1 HP. Fick dich. Was? Ah, womöglich ein Kopfschuss. Grabschuss mit einem Schuss hat die mich wegbekommen. Das, ich verstehe nicht, wie Witsche jetzt nicht gestorben ist, Alter. Das kann nicht sein, ey. Das wird wohl nichts mehr. Sekunden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Okay, Vafias könnte sich ankern, aber wird wohl gegabscht. Naja, so schnell kommt es ja nicht hoch. Das bringt nichts, dieses Ankern. Das kannst du machen, wenn du weit weg bist. Kannst du auch machen, wenn jemand versucht, dich zu teebeuteln und nicht mitbekommt, dass da Sophia liegt, die sich hochhelfen kann. Das dauert zu lange dafür. Ja, aber im Eifer des Gefechts. Auf so einen Moment warte ich noch. Da will jemand teebeuteln und du liegst mit Sophia da und raffst dich wieder auf und bringst den Letzten dann im Nahkampf um.
Ach, mal gucken, ob wir das irgendwann mal erleben werden. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.